Was hier passiert, meine Damen und Herren, ist wirklich erschütternd. Über 7 Millionen Beschäftigte verdienen momentan so viel Geld oder gerade mal so viel Geld, dass sie mit 40 Jahren Arbeit eine magere Rente erreichen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Schauen wir uns gleich mal in den, gehen wir gleich mal in den Artikel der Augsburger Allgemeinen von 15.02.2024, 8.28 Uhr. Jeden Dritten droht nach 40 Jahren Arbeit eine Rente von unter 1.100 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass in diesem Land, in unserem reichen Deutschland, Millionen Menschen in Deutschland müssen sich darauf einstellen, dass sie im Ruhestand trotz Vollzeitarbeit mit wenig Geld auskommen müssen. Jedem Dritten in Deutschland droht trotz Arbeit 40 Jahre eine Rente unter 1.100 Euro. Diese Zahlen gehen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sarah Wagenknecht hervor. Und die Sarah Wagenknecht, die ist ja nun in der Chefin der BSW oder die treibt das dort an, dieses neues Bündnis Sarah Wagenknecht als Partei. Und die sagen, dass die Rente zum Hauptwahlkampfthema in der Bundestagswahl 2025 gemacht wird. Die Wagenknecht fordert eine Rentenreform nach dem österreichischen Modell. Sie hält die niedrigen Renten nach jahrzehntelangen Beitragszahlungen für sozialpolitisch für einen Skandal. Ich sage auch, das kann alles nicht wahr sein, wenn wir dann im Vergleich die Bezüge von Beamtenpensionen sehen und so weiter, ist das eine Rentenkatastrophe allergrößter Art. Und das ist gesellschaftlicher Sprengstoff, so sehe ich das letzten Endes auch. Und die Rente ist wahrscheinlich das größte soziale Problem unserer Zeit. So hat es Wagenknecht der Redaktion der Augsburger Allgemeinen auch mitgeteilt. Zig Milliarden Euro würden für die Ukraine, das Heizgesetz und unkontrollierte Zuwanderung verpulvert, während wir eines der schlechtesten Rentensysteme in Europa haben. So sagte es die Sarah Wagenknecht, meine Damen und Herren. Ich hatte mich ja in einem anderen Video auch schon dazu geäußert und finde auch, dass wir im Zusammenhang mit der Altersarmut, mit der grassierenden Altersarmut, eines der schlechtesten Rentenversicherungssysteme in Europa haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir generell das schlechteste Rentenversicherungssystem haben, aber in Bezug auf die Altersarmut sehr wohl schon, meine Damen und Herren. Ja, so soll es auf jeden Fall sein. Wir haben ja ein umlagefinanziertes System und da bin ich auch der Meinung, wie Frau Wagenknecht das auch vorschlägt, dass wir in das System einsteigen wie in Österreich. Das heißt also, dass hier alle Erwerbstätigen, ich spreche von Erwerbstätigen, darunter fallen auch Selbstständige, darunter fallen Beamte, darunter fallen Politiker, darunter fallen alle Arbeitnehmer, die arbeiten gehen und in dieses Rentenversicherungssystem einzahlen. Ich gehe sogar noch eine Stufe höher und sage, wir sollten sämtliche steuerrechtlichen Vergünstigungen für die Betriebsrenten und für die Riesterrente sofort kappen. Da könnten wir Milliarden Euro einsparen und selbstverständlich würden dann natürlich auch unsere Lobbyisten der Versicherungswirtschaft ganz, ganz graue Haare kriegen. Aber das ist mir völlig wurscht, denn dann hätten wir Geld für unser Rentenversicherungssystem und könnten dort das Geld reinpacken. Österreich macht sowas zum Beispiel gar nicht. Die haben nur ein Modell, nämlich das Modell oder die Säule gesetzliche Altersrente. Und damit kommen die Österreicher doch offensichtlich richtig gut klar, meine Damen und Herren. Ja, also da nützt es auch nichts, wenn Hubertus Heil hier das Rentenniveau zukünftig dann auch auf 48% sichern will. Wer soll das bezahlen? Das muss aus dem Bundeshaushalt gezahlt werden. Das ist völliger Blödsinn. Hubertus Heil weiß ganz genau, dass wir eine einheitliche Rentenversicherung brauchen. Das haben sie ja damals im Bundestagswahlkampf auch propagiert, haben das dann aber letzten Endes weggekippt, um sich sozusagen mit der Ampelregierung die dicken Posten in der Regierung sichern zu können. Und die halten ja auch immer noch heute daran fest, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen nur eins. Sie kennen ja diesen Spruch, ja, mit den Sozialdemokraten und Verraten und so weiter. Das wissen Sie ganz genau, was ich damit meine, dass man mit den Sozialdemokraten hier in Deutschland keine seriöse Rentenpolitik mehr machen kann.
Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Ich finde auch, wir haben hier ein Riesenproblem. Viele, viele Millionen Menschen mit geringen Einkünften werden später einmal eine Altersrente haben, von der man schlicht und ergreifend nicht leben kann. Das ist ein Skandal, das ist eine Frechheit. Das darf es in einem solchen Land wie in Deutschland nicht geben. Es müsste eigentlich im Grunde genommen jeden Kapitalisten in diesem Land, jeden Unternehmer klar sein, dass das eigentlich nicht Zielsetzung sein kann, denn die Rentnerinnen und Rentner sind ja eine Bevölkerungsgruppe, die auch konsumiert, ne? Und wenn ich aber kein Geld habe zum Konsumieren, fällt diese Bevölkerungsgruppe irgendwann mal aus. Und was passiert dann? Dann wird gespart und dann können die Unternehmen weniger absetzen, können weniger Einnahmen machen und denen geht es dann auch bloß nicht gut. Also müssen wir doch hier was tun, meine Damen und Herren. Und als allererstes selbstverständlich müssen die Unternehmen zu einem größeren Anteil am Rentenversicherungsbeitrag beteiligt werden und Arbeitnehmer da ein bisschen weniger zahlen. Das finde ich ist eine gute Maßnahme und die Beitragsbemessungsgrenzen müssen angehoben werden. Und aus meiner Sicht sollte man auch deutlich mehr Einnahmen, auch Vermögenseinnahmen zur Finanzierung der Rente mit heranziehen. Aber da schauen wir mal, was Sarah Wagenknecht in der Zukunft vorhat. Ich finde, BSW geht da einen sehr, sehr guten Weg und macht die Rente zum Hauptwahlkampfthema 2025. Ich bin auf jeden Fall mit dabei und werde streiten auch für eine gute Rente und auch für eine Rentenversicherung, die letzten Endes hier, in der letzten Endes alle Menschen in Deutschland einzahlen, die erwerbstätig sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.